Auch erste Reaktion jetzt von der Quellzeit. Ich bin sicher sehr erfreut. Ich bin vor allem erfreut für das Seetstal, für die Bergregionen, für das Oberwallis und für alle Berggemeinden im Wallis. Aber ich bin nicht ein Vertreter nur von Berggemeinden. Ich mache nicht nur Berggemeindepolitik. Ich bin ein Vertreter vom gesamten Wallis. Ich war letztes bis auf den Sechengolf. Ich kenne die Probleme von Wallis in den Zentren und in den Berggemeinden und werde mich nach 4 Jahren in vollem Einsatz für das Wallis in Bern einsetzen und hoffe, dass ich doch ein oder andere Positives bewirken kann für das Wallis. Ich danke allen Wählerinnen und Wählern, dass sie mir ihre Unterstützung gegeben haben. Im ersten und zweiten Mal dann. Jetzt der Bieralleg-Richting ist ja bis auf 2.500 Stimmen versprochen. Haben wir das auch erwartet, also ein knappes Ergebnis? Wenn alle anderen das nicht erwartet haben, ich habe das erwartet, weil ich habe immer gesagt, ein Vertreter von den kleinen Bergfeinden, dem Bergtal, wird es in so einem Ständeratswahlkampf sehr schwer haben. Mir fehlt die Hausmacht, die 4, 5, 6'000 Zentrumstimmen. Und die habe ich kompensieren mit Einsatz und mit Politik. Und das ist klar, dass die anderen Partien den Anspruch der CVP auf die 2 Sitze angegriffen haben, das verstehe ich euch. Aber ich hoffe doch, dass wir jetzt in den nächsten 4 Jahren im Interesse vom gesamten Wallis, vom Unter- und vom Oberwallis eine Politik machen kann, die für den Kanton zählt. Wo wollt ihr auch Merkpunkte setzen in den nächsten 4 Jahren? In welchen Dossier wollt ihr auch einbringen für das Wallis besonders? In einem Dossier, die für das Wallis sehr wichtig sind, das spricht für den Verkehr, Wasserkraft, Finanzausgleich und Tourismus, das sind meine zentralen politischen Programme. Ich habe für jedes von diesen Themen ein politisches Programm und werde versuchen, das da einzubringen.